Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge LS22 auf dem PC, auf der Murgrund. Ja, wir wollen heute mit unserer Sonnenblumenernte starten. Einmal schicken wir bei unseren Abfahrer Richtung Feld 10 und Feld 15 will ja geerntet werden. Werden wir eine ganze Zeit brauchen. Es muss auch unser Hopfen geerntet werden auf Feld 16. Ich glaube, der war doch auch schon erntereif, genau. Also das muss alles unser Drescher machen. Der muss unbedingt heute in die Gänge kommen. Da haben wir noch genügend zu tun. Wir spielen aktuell Zeit 1. Ich glaube auch, wir werden das vielleicht gar nicht mal alles schaffen. Aber wir haben ja noch den November als Erntetag. Ist nicht ganz so schlimm. Auf den Feldern wird ja nichts mehr angesät vor dem Winter. Von daher haben wir da eigentlich genügend Zeit, hoffe ich mal. Ne? So, Feld 10 schicken wir ihn einfach erstmal hin. Und den Drescher, den werden wir selber fahren, denke ich mal. Lassen wir hier erstmal Schneidwerk anhängen. Wir machen auch halt zuerst die Sonnenblumen aus dem einfachen Grund, weil wir die ja dann noch in die Ölmühle geben wollen. Meine Hopfen brauchen wir für unser Bier, aber dort wird aktuell auch entsprechend produziert, ne? Da fällt mir auch gerade noch eine Sache ein, da hatte mir Rolf am Montag, glaube ich, geschrieben, weil ich mich gewundert hatte, dass wir so wenig Kohl brauchen. Muss ich selber gleich erst nochmal gucken, das habe ich überhaupt nie so richtig... Genau, die Lebensmittelproduktion ist, wie man hier oben sieht, ist ja eine Y-Produktion, also wir kriegen, wenn wir alle Schienen anhaben, nicht mehr aus der Produktion raus, wie wenn wir nur eine Schiene betreiben würden. Von daher, ja, so riesen Wahnsinns-Output werden wir deshalb nicht kriegen und brauchen deshalb auch weniger Input, ne? Und werden dort ganz einfach auch Rohstoffe, werden dann weniger verbraucht. Ne? Meine Hopfen haben wir jetzt noch 149.000 Liter drin. Weiß da nicht, warum so wahnsinnig viel überall reingeht, wenn dann gar nicht mehr viel an Material gebraucht wird. Ne? Ich weiß nicht, was die vorhaben. Warum? Fahr doch rückwärts. Brauchst du nicht mehr sagen, wird's blockiert? Soll ich mal anhalten oder haut der mich jetzt weg? Wollen wir gleich hier anfangen? Nein, wir fangen vorne an. So, Arbeit beendet ist natürlich unsere, unser Rasenmäher, ne? Aber muss entladen werden.
Kommt mir schon mal sehr komisch vor. So, wir generieren hier erstmal einen Kurs. Bei Vorgewende, das bleibt alles so. Wir fangen auf dem Vorgewende an, das ist auch richtig. Gucken wir mal, dass hier ein Kurs generiert. Also haben wir Beta eingestellt. Ja. Das passt soweit. Da können wir ihn einfach ja am ersten Wegpunkt losschicken. Nicht ausklappen, das bringt nichts. Wie machen wir das Ganze jetzt? Den werden wir mit... Den werden wir mit Cosplay losschicken. Da brauchen wir im Drescher nichts einzustellen. Da funktioniert das auch so. So, er braucht abholen, abliefern. Übergabe muss an. Er soll abliefern. In unserer Produktion. Und zwar in der Ölmühle. Anlieferung. Das Feld werden wir komplett in die Ölmühle fahren. Sonnenblume nicht. Achso, Quatsch. Ich muss ja eigentlich nichts einstellen. Machen es auch der Form halber. Und hier setzen wir uns dann unsere Feldposition, so dass wir das Feld haben. Und dann können wir ihn hier einstellen. Und da sollte das funktionieren. Wir gucken jetzt noch mal kurz, wie viel hier reingeht. Hier ist schon ein bisschen Rapsöl produziert worden. Sonnenblumen gehen 1,144 Millionen rein. Ist auch eine Y-Produktion, wenn ich jetzt hier so genau hingucke. Naja, mal schauen. Weil das heißt dann mit anderen Worten, sind es wenigstens dieselben Zyklen. 5000, genau, die 5000, 5000. Wir kriegen dann nicht mehr 5000 pro Sorte raus innerhalb von einem Monat, sondern bloß noch 2500, weil die teilen sich dann diese 5000, die sie produzieren könnten. Ne? Also ist auch sehr überschaubar, was wir dann an Input brauchen. Wir würden ja selbst bei 5000 Zyklen aus 2,1 würden wir nur 10.000 pro Monat brauchen. Also ein Anhänger voll reicht dann für 8 Monate. Das ist ja überhaupt nicht viel. Also, da kommt ja kaum was rum. Ja, mal gucken. So, mit ihnen hier wollten wir eigentlich nochmal Wasser fahren. Ne, wir müssen es erstmal, muss entladen werden, kümmern. Weiß nicht, warum er nicht hinfährt. Es kommt natürlich unten der zweite, ist klar, weil ich den jetzt rausgenommen habe, ist ja kein Abfahrer da. So, dann schicken wir ihn mal zu Feld 1. Ne, ist jetzt richtig Feld 1? Oder ist es die 2? Moment. Ne, es war die 1. Genau so war es.
So, Feld 13 vor 3 kurz. Wollten noch nicht bearbeiten. Kurs laden, aktivieren. Ziel ist kein Kurs, okay. Kurs laden, aktivieren. Wo habe ich wieder drauf geklickt? Da steht was von vor 6, da wollte ich nicht hin. Ich habe auch hier oben geklickt. Es geht ja schon gut los wieder heute hier. So wird das eher was hier, hoffe ich mal. Jetzt vorsichtshalber kontrollieren wir mal, dass wir 150er Ballen haben. In der Größe, genau. Nicht, dass wir noch was anderes machen, außer Silageballen. Ja, Silageballen im Oktober gewickelt. Eis zum besten Monat dann verkauft, ne? Dezember oder Januar. So, nächster Wegpunkt. Viel Spaß. Der ersten Vorgewende ist natürlich unwahrscheinlicher Grasschwatt. Das wird wieder richtig hier ewig dauern, er da rum ist, aber das soll er arbeiten. So, er bekommt nichts mehr. Dann schicken wir ihn mal weiter und lassen ihn dann mal einfach hier zur Werkstatt kommen. Ach so. Nee, da werden wir noch genug haben. Ne? Weil er muss ja dann los das Feld spritzen, aber so viel Spritzmittel wird noch drin sein. In unserer Spritze oder sollen wir vorsichtshalber mal gucken. Wenn die Spritze annähernd halb voll ist, reicht das allemal. Hier sind noch 4600 Liter drin, die ist voll, also das reicht auf jeden Fall. So, er belädt sich natürlich am Hof Wasserschacht oder Wassertanken. Ach, das merke ich mir immer nicht. So, mal kurz hier anschalten. Wasser tanken ist hier oben, also wollen wir am Wasserschacht. So, und dann wollen wir das Ganze natürlich in die Herbizidproduktion bringen. Und wir wollen nicht mit Gülle, wir wollen Wasser. Er kann auch so lange fahren, wie er lustig ist.
So, wird blockiert, ne? Was ist denn das für Blödsinn? Der hat jetzt das Rohr ausgeklappt, weil der Abfahrer da stand, ne? Der von Kurs generiert. So, jetzt sollte es auch funktionieren. Können wir wieder ein umschalten. Mich wundert jetzt aber, dass es sich den Abfahrer noch nicht gerufen hat. Doch, jetzt kommt er. Weil Crossplay reagiert ja nicht auf das Rohr, sondern der reagiert ja, also der wird ja gerufen. Wundert mich, dass der Drescher so voll ist. Na, schafft das noch? Ja. Komm, fahrt runter. Gummi. So, hier fahren Zwiebeln. Also das scheint irgendwie zu funktionieren jetzt. Der fängt jetzt hier, glaube ich, das erste Beet an. Das müsste schaffen, die Bahn durch, und dann sollte es schon wieder besser laufen. Weil dann muss ja der Abfahrer nicht in die Frucht fahren. Beziehungsweise würde er, glaube ich, eine Tasche machen, aber das passt schon. Hier sehen wir schon, wie er in Kurs zurückschreibt auf der anderen Seite. Gut, hier brauchen wir dann natürlich irgendwas zum Ballen einsammeln. Irgendwann, ne? Weil die Felder müssen ja auch definitiv gemulcht werden und natürlich gedüngt. Sieht doch hier mal richtig gut aus, ne? So, haben wir hier Feld 1, haben wir da irgendeinen Kurs? F1 vor 3, ne? Diesmal habe ich ihn richtig angeklickt. So, erster Wegpunkt. Gut, das erste Mal Drescher abgeladen. Es wird natürlich noch nichts in die Produktion gefahren, also die startet noch nicht. Aber wir werden dann morgen hier weitermachen und da werden wir dann, glaube ich, die ersten Sonnenblumen dann auch in die Ölmühle kriegen und dann schauen wir mal, da können wir dort wenigstens in die Produktion starten, ne? Also ich sage mal vielen Dank fürs Einschalten. Morgen 16 Uhr machen wir weiter. Bis dahin und tschüss.